Hallo und herzlich willkommen. Endlich geht's hier in der Wohnung weiter. Wie ihr hinten sehen könnt, haben wir hier zwei riesige Pakete stehen. Ja, genau. Und so ein Homie-Dings da. Genau, und ein drittes Paket. Ja, unser Sofa ist endlich da. Wie ihr sehen könnt, ist das alte Sofa auch schon weg. Ja. Genau. Wir versuchen jetzt mal aus diesem riesigen Ding hier unsere leer gewordene Ecke hier jetzt wieder zu füllen. Ja, das alte Sofa haben wir auf den Sperrmüll runtergebracht. Das war vor ein paar Tagen und jetzt ist tatsächlich das neue direkt da. Haben wir heute abgeholt. Und wir gucken mal, was wir aus diesen riesigen Paketen hier machen. Bin mal gespannt, ob wir das fertig zusammen hinkriegen, zu zweit. Ja, let's go. Ja. Vor allem hier. Ach, du machst das, okay. Ja. Gut. Der Georg, den ihr wahrscheinlich schon kennengelernt habt im Gartenvideo, der hat uns geholfen. Ja, genau. Ja, also dann gehe ich jetzt und du baust das Sofa auf, oder? Ich kann es auspacken. Nein. Tschüss. Ah. Tschüss. Die Anleitung verstehen. Setz dich doch mal auf Sofa, dann bist du die Anleitung durch. Genau. Ja, also sie ist ja nicht sonderlich fertig geworden. Wir haben gerade gesagt, sie baut das auf. Aber irgendwie habe ich es wieder ausgepackt und bisher ist nichts weiter passiert. Ich habe es rausgetragen mit dir aus dem Karton. Ja, also wir haben jetzt alles ausgepackt und schon sortiert. Ja, müssen gucken, wenn wir das alles in irgendwelche Tonnen bekommen. Das ist schon viel, aber ein bisschen klein machen. Ja, hier haben wir auch schon sortiert und jetzt müssen wir mal gucken, was wir aus diesem Ding hier rauskriegen. Vielleicht ist das ja irgendwie, ich glaube, das ist tatsächlich besser als wie so ein Kleiderschrank mit, wo mehrere Bretter gleich aussehen. Gut, das sieht schon etwas kompliziert aus hier, aber ich glaube, das ist gar nicht so schlimm zu machen. Hoffe ich doch. Ich weiß ja nicht, aber es sieht lustig aus. Du könntest du studieren damit, glaube ich. Ja. Wir gucken einfach mal. Und was sagt die Anleitung? Naja, das ist sehr gestresst nach dem Transport. Wir sollen das ein bisschen streicheln, klopfen, schütteln. Ah, okay. Alle Polster ein wenig zurecht machen. Ja. Also dann mach das mal und dann baue ich das nicht zusammen, dann machst du das. Wieso ist das jetzt nicht zusammengebaut? Ich soll streicheln. Ja, und dann sollst du es zusammenbauen, richtig? Ja, mit dir. Ach so, das muss ich jetzt machen. Ja, du musst mir die Anleitung erklären. Ah, okay. Ja, das sind eigentlich nur Bilder, du magst doch Bilderbücher hier. Guck, da steht gar kein Text dabei. Klasse. Ja. Sehr gut. Ja, wir gucken jetzt einfach mal, das werden wir schon irgendwie hinkriegen. Diese paar Schräubchen, da werden wir wohl irgendwie zusammenkriegen. Dann studieren wir mal.
kannst du dann wieder dieses. Okay, das ist aber Afrozirkus. Ich bin gerade im Lied verrutscht. Achso. Ich habe mit dem richtigen angefangen. Nee, das ist aber auch das gleiche Lied. Na doch. Das eine ist getrödelt, das andere ist mir mit Ufta da. Hier wird erstmal begutachtet. Wir haben es tatsächlich geschafft, das zusammenzubauen und zusammenzustecken. Jetzt müssen wir es allerdings nochmal hochkippen, um hier diese Doktorarbeit zu machen, also die Kabel zusammenzustecken und so. Tja, das müsste schon irgendwie funktionieren. Mal gucken, ob wir das nochmal auseinanderstecken können oder ob wir es am Stück hochkriegen. Wenn er hinten durchgeführt von dem her. Fernbeckerli macht doch alles. Guck. Du bist blind, oder? Mm, lecker, lecker, lecker. Da. Dann hier. Es ist so anstrengend. Es ist so weit weg. Gottes Willen. Nimm's ja mit. Lieber woanders essen. Das sind wir jetzt. Dann lauf du mal einmal außen rum. Wo bist du doch? Runter.
Ja, aber festhalten, dass es nicht runterdotzt. Naja, ich versuche. Hallo. Na ihr? Hi. Wollt ihr auch wieder rauskommen? Ach, wer guckt denn hier raus? Hallo. Alle verstecken sich hier. Und die sieht man auch nicht. Ja, ich bin auch. Ja. Funktioniert das schon? Ja. Ist da irgendwas lila? Genau, muss anmachen. So. Ja, das sieht auch schick aus. Hier sieht es blau aus irgendwie. Wie weiter? Das ist die Helligkeit. Ach so. Warte, keine Ahnung, was das ist. Muss halt die Anleitung lesen. Dann kannst du da drücken, keine Ahnung. Keine Ahnung, ja. Was macht er da? Ja, man kann auf jeden Fall jede Menge Knöpfe drücken. Oh, hi. Na komm her. Nur große Augen machen, wa? Was ist das für ein Schiff? Na komm. Drück mal auf eine andere Farbe. Erschreckt er sich? Nein, weil ich mich bewegt habe. Tschüss. Du bist keine Giraffe. Ja, aber jetzt ist er eine Giraffe. Jetzt guckt er. Ihr seid unscharf. Du musst ja drauf sein. Jetzt. Ha? Hallo Baby. Windows. Guck mal, kannst du auch über Mamas Füße laufen? Dass wir laufen können. Zum Sprung bereit. Der eine Fuß steht schon. Der andere. Ja, ist noch nicht so ganz geheuer hier. Dann abwurzeln.
Heute Nacht werden wir auch Leintücher drauflegen, nicht wahr? Ja. Sicher, sicher, nicht, dass Nepomuk das wieder als... Und Samira hat es ja auch, weil es ihr zu stressig war, aber gegen Ende auch noch markiert. Ja. Naja, oh, kommst du wieder, ja. Guck mal, was für Farben. Ich glaube, jetzt haben wir gerade lila. Findest du, dass du in grün leuchten? Ja, er ist ja auch weiß, ne? Da das funktioniert ziemlich gut auf seiner Fellfarbe. Wow. Willst du raus? Dir ist draußen zu kalt. Der April macht, was er will. Windows, du wechselst die Farbe. Sieht echt gut aus. Oben hört man Samira. Nee. Ja. Und wie findet ihr unser neues Sofa? Ja, die Kissen haben wir jetzt auch verteilt. Also Leder. Ja, ganz viele. Und zwei große Kissen und drei ganz große lange. Ja. Ja, und wir haben auch schon die Musik ausprobiert. Das ist eine ziemlich gute Qualität. Ja. Farben habt ihr ja gerade gesehen. Das sind einfach die Regenbogenfarben. Die Systeme gibt es ja auch einzeln, die ihr vielleicht auch im Wohnzimmer habt, und wir haben halt irgendwie alles besucht. Genau. Findus, bist du der König der Löwen? Samira, ja. Findus. Schwer beschäftigt. Antilope. Ein bisschen durch die Hügellandschaft. Ja. Naja, die Kartons sind ja dafür gedacht, dass wir eigentlich was für die Katzen machen, aber wir haben erst gesagt, komm, wir brauchen erstmal unser neues Sofa und dann können wir das alles in Ruhe machen. Ja, jetzt haben wir fertig aufgebaut, zufrieden, hat alles geklappt. Diese Hieroglyphen zum Studieren, Zeichnungen waren tatsächlich einfacher, als dass sie aussahen. Und waren einfach nur doppelt drin für jeweils. Man kann das Sofa jeweils andersrum montieren, also mit der langen Seite hier. Einmal auf der Seite oder auf der anderen. Das ist frei wählbar. Ziemlich praktisch, weil viele Sofas haben einfach nur genau. Das klassische. Ja, also man kann das je nachdem, wie der Raum halt ist, einfach auch andersrum montieren. Bei uns ist halt praktisch, ne? Ja, wir haben jetzt halt gesagt, wir lassen das hier so rum, dass wir hier so wie so eine Aufteilung zwischen Wohnzimmer und Essbereich quasi haben. Und das nicht an der Wand so dran steht. Ja. Endlich neues Sofa. Da kommt noch ein Technikvideo. Ja, gut, so mal schauen, viel ist ja. Es nicht, aber umspielen kann man da bestimmt schon. Genau. Jetzt können wir endlich wieder hier gescheit draufsetzen oh, und endlich. Haben Platz. Und können unseren Beamer wieder benutzen. Ja. Ja, hoffe, es hat euch gefallen. Das Sofa ist übrigens von Poco. Ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.